Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kalinkas Küche. Heute werden wir nicht kochen, sondern möchte ich euch teilhaben bei unserem ersten Urlaub in der Türkei. Wir sind so begeistert und wirklich möchte glücklich, dass wir haben uns dieses Jahr entschieden in die Türkei fahren zum Osterferien. Und ich möchte gerne euch zeigen, unsere paar Eindrücke, was wir gesehen haben, was für so ein schönes Hotel hatten wir. Und ich kann euch nur empfehlen, dieses Hotel ist wirklich wunderbar. Die Bedienung ist so gastfreundlich, so lieb alle. Kann man sich gut Deutsch verständigen, wirklich wunderbar. Sauber, Anlage ist wunderschön, richtig wunderschön. Die Pflege ist wunderbar. Eigentlich wirklich, das kann man da keinen Fehler zu finden. Und das möchte ich euch mal zeigen und das vielleicht der eine oder die andere, wenn ihr in die Türkei fliegt in Urlaub und sucht einen schönen Ort, da kann ich euch wirklich von ganzem Herzen empfehlen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen. Das ist jetzt der Eingang zu unserem Hotel. Arum Barut heißt es. Schaut, wie wunderbar alles gepflegt. Grüne Anlage, alles so schön sauber. Es ist wirklich wunderbar. Und das ist jetzt von Innenhof. Das sind die 6 Etagen, großes Hotel mit Nebengebäude auch. Und denkt man, es ist so ein großes Hotel und dann wird wahrscheinlich voll. Aber nein, die Anlage ist so toll gebaut. So klug alles aufgebaut, das ist absolut nicht überlaufen. Und dieses Hotel ist es super natürlich für die Familien, mit den Kindern. Mehrere Pools sind hier für klein und groß. Wir bieten dir eine Wassergymnastik, Wasserrad kann man machen, Massagen, Sauna, wirklich wunderbar. Ein Pool ist beheizt, wo dann natürlich mit den kleinen Kindern meistens gehen und haben die viele Rutschen, sehr schöne Bars hier auf diesem Gelände, Poolbar und Strandbar gibt es auch und wirklich sehr schön. Uns ist es so toll gefallen. Wir haben hier zur Zeit genutzt, ziemlich früh ein bisschen aufgenommen, dass man nicht die Urlauber in unsere Kamera reinkommen, weil es auch möchte man gerne natürlich alles so privat haben. Es ist wirklich schön. Was es noch hier ist, sehr viele Katzen. Sozusagen Streunerkatzen, aber kann man die nicht nennen, Streunerkatzen, weil wird man die um die Uhr sozusagen versorgt. Von Hotels und Stellen für die Wasser und den Fressen ab. Eigentlich sind die wirklich gepflegte Katzen. Und natürlich Kinder und Erwachsene freuen sie sich, die zu streicheln. Aha, da komme ich auch. Ja. So, das ist auch ein Restaurant, gehört auch zur Hotelanlage und ist meistens Nachmittag oder ab Mittag zeigt auf, da könnt ihr mal das Snack holen und Eis holen. Schaut ihr, wunderschöne Anlage, echt richtig schön. Es ist natürlich April, es ist noch nicht alles so blüht, aber trotzdem, es ist viel, viel weiter als bei uns in Deutschland. Aber wir haben gehört, das war so kalt bei uns. Und da ist gleich schon Meer. Wir könnten einfach über die Promenade gehen und schon ins Meer stürzen. Das Wasser war sehr angenehm im Meer. Und natürlich Essen. Essen war wunderschön. War alles so lecker und es war so viel unterschiedliche Sachen. Es war für jeden was dabei, ob das für Veganer oder Vegetarier oder die, welche Detox-Kur machen gerade, für die kleinen Kinder und für die Großen, für Fleischesser und Käse und so viele Sachen,
Das hat das gar nichts, 14 Tage gereicht, alles auszuprobieren. Obst, Gemüse, Salate, alles war dabei. Das ist jetzt ein Frühstücksbuffet, aber es kann man sagen, es ist fast wie ein Mittag oder sowas, ja, weil es war sehr viel auch warmes Essen dabei. Gebäcke. Zum Frühstück waren natürlich sehr viele Brot, Brötchen, süße Brötchen, aber zum Beispiel zum Abendbrot, da waren die so viele Torten und alles so Mögliches, das kann man gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall, wir waren zufrieden, für jede was dabei, was will man da noch mehr? Schöne Gewürze, sehr nette Personal, sehr lieb alle. Immer fragen, ob alles okay, ob was man braucht. Wirklich sehr schön. Hat uns sehr, sehr gefallen. Können wir nur weiterempfehlen. Hier ist es Brotstation, Brot und Brötchen zum Frühstück. Und auch warme Sachen waren dabei, was zum Beispiel hier unterschiedliche Sachen, was eigentlich zum Mittag gehören. Aber naja. Also viele Nationalitäten, welche frühs auch essen warm zum Frühstück. Ja. Das war meine Lieblingsstation. Getrocknete Früchte. Jeden Tag zum Frühstück habe ich mir auf den Tellerchen gemacht, getrocknete Früchte und gegessen. So lecker. Und hier schaut ihr, wie viel Kelloggs und alles Mögliche ist dazu zum Frühstück. Echt wirklich wunderbar. Unser erster Tour, so ein Tagesausflug, war zu Green Canyon. Und erstmal sind wir mit Bus gefahren. Das ist so ein Fluss im Ortschaft Manavgat. Ich glaube, er ist 98 Kilometer lang. Das haben wir dann besichtigt, eine Orangenplantage und natürlich getrunken ein frisch gepresster Saft. Och, ist der lecker. Und allgemein in der Türkei überall die Orangen- oder Grapefruchtbäume, Mandarinenbäume. Und die geben die Früchte 12 Monate lang. Die blühen und geben die Früchte gleichzeitig. Das ist eine coole Sache, ja? Hier mussten wir mit der einen Fähre auf die andere Seite des Flusses zum Essen. Und danach ging es zu Stausee. Schaut ihr, was für so eine Berge. Es ist eine wunderschöne Natur da. Und dann mit Boot sind wir in diese grüne Schlucht geschwommen. Leider am Tag. In die Bergen oben hatte sich Wetter umschwungen und es war ein bisschen so fast wie regnerisch. Es hat sogar ein bisschen getröppelt. War ein bisschen schade. Da sieht man in den Bergen so eine wie Höhlen. Aber das muss man wirklich live sehen. Das Wasser ist smaragdgrün. Schade, dass es in die Kamera sieht es nicht so wie es original. Aber wunderschöne Berge, das muss man wirklich sehen.
Und hier zwischen diese zwei Felsen sieht man wie so ein kleiner Wasserfall. Manchmal ist er aber richtig groß, hat unser Reiseleiter gesagt. Ja, und hier müssen wir dann drehen und wieder zurück. Unser zweiter Ausflug war zu den Knopfhäusern. Und in diesem Raum hat sie sich die Hände geduscht oder gewaschen, besser zu sagen. So war das früher. Und dann haben wir auch noch getroffen Wildpferde. Das ist das Shuttlebad. Hier waschen sich die Männer die Hände und Füße, bevor sie reinigen gehen. So, bitte muss ich jetzt kurz leer. Ja, so gleich fängt der, glaube ich, der Gebetszeit an. Bevor die kommen, dann gehen wir weiter und warten, sie versuchen, die Lehrer rein. Der Anblick ist einfach atemberaubend. So wunderschön, echt faszinierend. Thank you.
Hier sind wir über 900 Meter über dem Meeresspiegel. Und dann plötzlich haben wir erlebt ein wirklich Wetterphänomen. Die Wolken so schnell vorbeigezogen, dass es war wie ein so Nebel. Und auf einmal um uns drumherum war alles weiß. Das war ein phänomenaler Abschluss unserer Tagesausfluges. Wahnsinn! Hier sind wir wieder am Strand, am Mittelmeerstrand. Das Wasser ist wirklich angenehm, absolut nicht kalt. Temperaturen waren bestimmt fast wie im Pool. Gegenüber unserem Hotel, der Strand ist ein bisschen steinig. Aber wir sind dann zu unserem Nachbarn gegangen und da ein bisschen geschwommen. Da, wo die Steine sind, da ist die fast wie so eine Korallen. Schaut ihr, wie klar ist das Wasser? Wirklich schön sauber. Von unserem Hotel, wenn wir Promenade lang gegangen, ungefähr so 30 Minuten zu Fuß könnte wir nach Siede laufen. Oder natürlich könnte man auch mit dem Bus fahren. Das war auch ein sehr schöner Tag mit unserer Familie. Mit Kindern und Enkelkindern sind wir dahin gegangen. Das war auch ein wirklich bewunderswert, das alles anzusehen. Da sind noch viele Ruinen und welche werden auch restauriert. Das war schon wirklich was zu sehen. Es kann man sogar noch sehen über Reste von Kolosseum. Thank you.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!